Holger Wehlage, Werders Mittelfeldspieler mit der Nummer 21, wurde von den Fans zum erotischsten Profi gekürt. Was meint eigentlich der Ex-Meppner zu dieser Ehre? Ja, ich glaube, es ist in meiner jetzigen Situation ganz nett, ganz angenehm, aber trotz alledem muss meine Leistung auf dem Platz stimmen und das wäre mir lieber, wenn ich auf dem Platz gut aussehen würde. Deine jetzige Situation, es interessiert natürlich auch die weiblichen Fans. Bist du verheiratet, liiert? Nee, ich bin alleine Single und gut, wenn da Angebote kommen oder so, sollen schreiben. Aber nein, ich lebe alleine in Bremen und ja. Das werden wir gerne weitergeben. Wie ist deine sportliche Situation? Wann wirst du wieder auf dem Rasen stehen können? Ja, auf dem Rasen stehe ich schon. Ich trainiere mit dem Reha-Trainer und ich hoffe eigentlich nächste Woche ins Mannschaftstraining einzusteigen. Alles Gute, Dankeschön. Doch diese Wahl fand nicht zum ersten Male statt. Weitere Infos nun von Hit-Antenne-Reporter Olaf Rathje. Der erotische Werder-Profi, wie kam es denn zu dieser Wahl? Wir haben vor 2 Jahren mal die Wahl gemacht, da hat damals Marco Bode gewonnen. Marco Bode ist jetzt weg und auf dem Spielfeld haben wir jetzt schon Nachfolger mit Charisteas vielleicht. Wir brauchen natürlich auch für den erotischsten Werder-Profi, brauchen wir auch einen Nachfolger. Holger Wehlage, ein würdiger Nachfolger? Ich denke absolut. Also er war von Anfang an bei der Wahl vorne. Die Wahl lief über einen Monat über die Internetseite von Werder Bremen. Szene-Magazin Prinz war dabei und natürlich die Antennehörer. Und er war von Anfang an vorne und hat am Ende auch gewonnen. Das war Folgerfeld. Ich hörte, Dieter Zeifer wäre auch gern dabei geblieben. Dieter Zeifer wäre auch gern dabei gewesen. Irgendwie war er, denn hat er die 5%-Hürde aber nicht nehmen können. Ganz knapp dahinter war immer Ivan Klasnic, Frank Verlato und überraschend Johan Miku, obwohl eigentlich später eingestiegen war, auch ziemlich weit vorne noch dabei. Nun denn, nach Marco Bode, also nun Holger Wehlage, ganz oben auf dem Sexappeal-Treppchen der Werder-Kicker. Bis zum nächsten Jahr.